wenn zwei Teams auf einem ähnlichen Niveau sind, dann entscheidet häufig eine Mannschaft, die dann einfach den besseren Moment hat oder der Spieler, der den besseren Moment hat. Ja, und deswegen glaube ich nicht, dass sich die Idee von Thomas jetzt extrem verändert hat. Grundsätzlich würde ich, wenn ich sie charakterisieren müsste, ist sie ganz simpel mit einem Wort, ganzheitlich. Er versucht einfach alle Felder des Spiels zu bedienen und beschränkt sich nicht auf ein oder zwei Felder, sondern auf alle Phasen des Spiels und hat da, glaube ich, gut die Lösungen, zumindest war es früher so. Und wenn man so die Ergebnisse anschaut, dann ist es offensichtlich heute auch noch so. Und von dem her wird es ein spannendes Spiel.